Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Outlast. Exit. Ich glaube ja nicht daran. Oh no, ich habe ja nur noch eine Batterie übrig. Von letztem Mal. Scheiße. Das könnte lustig werden. Okay, ein Schlüssel für den Wartungsschuppen. So. Ja, natürlich. Leider muss ich gerade hier mit der Nachtsicht herumspielen, weil ich sonst gar nichts mehr sehen kann. Falsch. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen. Und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst. Dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Naja. How alive are you? How alive are you? How alive? Wohl nicht mehr lange sehr alive. Okay, hier gibt's gar nichts. Ich laufe einfach mal am Rand entlang. In der Hoffnung, dass ich da was finde, wo ich hin muss. Okay, hier sind wir richtig. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Oh, hier gibt's gar nichts. Danke für nichts. Oh mein Gott, schon wieder Haut von Gans. Verfolgt er mich? Nee, oder? Nee. Oh mein Gott. Boah, war das mies. Der Informant. Na, das ist falsch. Das Ding im Dunkeln. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Kann gut sein, dass er das war. Ich hoffe es ja eigentlich nicht. Hier ist eine Leiter. Leider nirgendwo eine Batterie. Das ist so scheiße, wenn man nur eine einzige Batterie hat. Gar nicht gut. Denk mal, hier lang geht's nicht. Hä? Warte. Ich check's gerade nicht. Wir sind hier hochgegangen.
Hier kommt man doch wieder zurück. Muss ich hier runter? Dort steht jemand. Ah, ich bin doof. Hey. Danke für die Batterie. Alles gut bei dir? Scheint wohl so. Ich lass dich mal trauen. Oder was auch immer du da machst. Ich glaube, ich bin richtig. Ich weiß ganz genau, gleich kommt wieder irgendein Schreckmoment. Irgendein Jumpscare. Puls auf 70, 80. Gut. Dem kann ich leben. Ganz sachte. Okay. Dem geht's nicht mehr so gut. Ich hab so Angst. Was? Ich will hier raus. Aber mich lässt niemand raus. Verdammte Scheiße. Okay, zu. Hier kommt man nirgends durch. Alles gut bei dir. So. Du Scheiße. Ich hasse diesen Ort. Ich hasse ihn abgrundtief. Okay, ich denke mal, man muss gleich wieder hier. Scheiße. Boah, diese Batterien immer. Ich denke mal, man muss. Okay. Alles. Ist er hier hin? Muss ich hier runter? Oder muss ich da lang? Und wo komme ich jetzt gerade? Eigentlich. Hä? Ich komme doch von da, oder? Ja, ich komme von hier. Oh mein Gott. So verwirrt kann auch nur ich sein. Na gut, Geronimo. Wieder schon am Rand entlang. Scheiße. Oh no. Ich wusste nicht mehr, wie ich mich ducken kann, weil ich die Taste umbelegt habe. Dann gehe ich wohl lieber erstmal rechts entlang. Ist wohl vielleicht schlauer, wenn ich weiß, dass sie. Okay, so. Ich piss mich mal hier rein. Psst, leise. Wir wollen ja Billy nicht ärgern. Zwei Batterien. Oh shit!
Er ist genau vor uns. Schätze mal, wir müssen dort rüber. Ich denke mal, das ist richtig. Ich hoffe es zumindest. Doch, ich glaube, das ist richtig. Nee, da. Meistens gibt es eigentlich nur einen Weg, der richtig ist. Von daher gehe ich mal davon aus, dass dies der richtige ist. Nein! Oh, jump doch nicht so herunter. Hier einfach ein Mega-Jump. Die Batterie. Ich glaube, hier gibt es sonst gar nichts. Außer einem Grab. Oh shit! Ich seh nichts, ich seh nichts, fucking hell! Jumping, jumping, jumping! Warum muss ich durch? Lauf! Krieg durch! Oh mein Gott! Ich bin der Vater Martin bei der Frauenstation, oder? War das richtig? Was ich da gelesen habe? Alter, ich hasse diese Musik! So viel Blut im Wasser. Ich kann es riechen, als hätte ich wie in Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. So brutal und krank einfach nur. Unglaublich. Hauptsache, ich tue mir das Ganze hier alles an. Hä? Ah. Ein offenes Fenster? Ja, genau. Ein offenes Fenster. Benutze die oberen Stockwerke, um zu Vater Martin zu gelangen. Weißt du, dieser Vater Martin, der offensichtlich an Gott glaubt, denke ich mal, zumindest, er ist Vater Martin. Wieso ist er nicht so hilfsbereit und hilft mir und läuft einfach immer weg?
richtig nett von ihm. Ich verstehe es nicht. Oh shit. Oh no. Benutze ich aber ein Stockwerk. Warte. Ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, die Tür hat aufgehört zu bummen. Ich denke, das war bloß, um mir einen Schrecken einzujagen. Okay. Wir müssen also hier lang. Gut zu wissen. Allerdings werden wir hier gleich wieder verfolgt. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht, mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Ja. Was soll die Musik? Was war das? Hilf mir! Einfach rein ins Geschehen. Einfach rein. Nichts. Ich laufe einfach schreiend davon, wenn ich etwas sehe. Denn irgendwo ist ja hier jemand. Irgendwo. Von hier kommen wir. Nein, nicht verstecken. Oh. Dann läuft die Batterie halt einfach durch. Eine Akte. Nervenheilanstalt Mount Massive. Hä? Warte. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive. Hä? Nee, falsch. Kurze Einführung in die Wallrider-Mythologie für den Betreuungsstab. Für den Betreuerstab von MRD, Murkoff Corporation. Hinweis, nur für unterstützende schriftliche Zwecke, nicht für den direkten Kontakt mit Patienten während oder nach den Therapien geeignet. Der Wallrider, auch als Alp, Mara oder Schrat bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs.
welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft ringend auf. Der Name Mara lässt auf Mar oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Holy shit. Wie krank. Okay, ja. Ich sehe schon. Ein Wachmann. Lass mich raten. Natürlich. Oh no, müssen wir jetzt ernsthaft runter, um hochzukommen? Nee, doch nicht. Obwohl, möchte ich schauen, was unten ist? Vielleicht. Auch wenn ich eigentlich keine Lust habe. Aber wir können mal einen Blick wagen. Keine Akte. Und sonst gar nichts. Und irgendein. No shit! Fuck! Okay. Das wird der Typ, den wir gesehen haben. Oh Mann, ey. Ernsthaft? Ernsthaft? Alles nochmal? Willst du mich verarschen? Okay, zumindest ist jetzt klar. Haben wir denn jetzt die Akte? Die Akte haben wir. Und die Batterie haben wir, glaube ich, auch. Also müssen wir nur kurz in den Keller. Alles gut, Junge. Beruhig dich. Wir holen uns die Akte. Rennen weg. Ich lese mal kurz die Akte, ist gut. Project Paperclip Joint Intelligence Objectives Agency. Dokument Nummer 8 von 186. Bla bla bla. REF. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. A. Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. B. Projekt 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Und jetzt renne ich weg, nehme meine Beine in die Hand, renn weg, geh nach oben, lass alle Leute hier hinter mir, hoffe, dass nichts Schlimmes passiert und jump. Allerdings weckt das bei mir nicht so viel Vertrauen mit diesen Kerzen. Thank you.
when you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to say what the truth is. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith. That's what I'm here for.